So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute habe ich wieder ein wichtiges Thema. Bevor ich das aber anspreche, noch mal ein bisschen was zu meinem Kanal. Ja, der Kanal wächst. Also jetzt habe ich bald 260 Abonnenten. Es geht stetig nach oben. Vielen Dank, ja, für alle, die meinen Kanal abonnieren. Ihr helft mit, dass die Botschaft verbreitet wird. Ja, dass sie mehr Spiritualität in die Welt verbreiten kann und das Bewusstsein erweitern kann. Auch jetzt nochmal Riesendank an den Spender. Ich war gestern ziemlich deprimiert, muss ich auch sagen. Also ich habe ziemlich unter Pollenallergie gelitten. Vielleicht habt ihr mir noch ein paar Tipps gegen Pollenallergie. Bitte schreibt mir das in die Kommentare. Und das hat mich ein bisschen frustriert und war dann down und fertig und ja, auf jeden Fall, dann gucke ich und da hat jemand mir sehr viel Geld gespendet, jetzt für meinen Kanal. Nochmal vielen Dank. Also, es sind jetzt keine Millionen oder so, aber es ist eine Spende, wo ich echt mit vielen, vielen Dank annehmen kann und da sehr dankbar bin. Und ich werde auch gucken, dass ich mir ein Mikro jetzt dann besorge, wo dass ich dann die Videos dann wieder am Computer mache, weil das mache ich jetzt hier mit Handy. Es war gute Handykamera, aber mit dem Computer kann man mehr machen, also Schnittprogramme und so weiter. Ja, das Geld wird auf jeden Fall investiert, keine Angst. Also nochmal vielen Dank. Ja. Und ja, wenn der Spender möchte, dass ich es also hier bei YouTube, also ein Video dann also den namentlich erwähne, dann bitte immer Bescheid geben, wenn ihr spendet. Also dann mache ich das auch. Ja, okay, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, es geht um die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, heißt die ja. Ja, ich muss nochmal meine Stimme gegen eine Frau heben. Bitte tut mir leid, hoffentlich haltet ihr mich jetzt nicht für frauenfeindlich. Ja, es kommt schon mal ein Mann dran. Ja, aber das Thema war gerade aktuell und da hängt dann noch ein bisschen mehr dran. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es ist eigentlich doch wichtig. Auch wenn es jetzt im ersten Moment denkt, man denkt vielleicht, das ist politisch. Entschuldigung, ich trinke jetzt noch mein Heißgetränk. Hat das Thema schon ziemlich auch mit Spiritualität zu tun. Ja, warum? Weil es geht nämlich um Tierschutz. Ja. Ich bin jetzt kein militanter Tierschützer oder so. Ja. Manchmal, wie gesagt, auch, ich nehme vegetarisch ab und zu noch Fisch, und, aber ich versuche das Fleisch, also Konsum, möglichst niedrig zu halten. Ja, einfach, damit ich auch das Leid der Tiere niedrig halte. Dass man nicht mehr Tiere braucht jetzt wie die Massentierhaltung etc. Ja, und ich bin selbst mal dafür, dass es also die Massentierhaltung umgewandelt wird in entweder human oder ganz abgeschafft wird. Da bin ich auch dafür, auch von der Spiritualität her. Ja, an sich trotzdem sind Tierschützer Menschen mit einem hohen Bewusstsein. Warum? Weil sie instinktiv wissen, dass eine Verbindung da besteht. Auch mit Lebewesen, wo man jetzt denkt, die haben vielleicht jetzt ein niedriges Bewusstsein oder ein niedriges Schmerzbewusstsein, was aber absolut nicht der Fall ist. Also ich empfehle auch, den Film Earthlings anzuschauen. Earthlings Deutsch gibt es auch ganz auf YouTube, kann man ganz anschauen, wie es den Tieren in der Massentierhaltung geht. Es ist abartig, was mir die Tieren antun. Man muss selber überlegen, was ist, wenn mal Außerirdische kommen und das Gleiche mit uns machen. Wäre gut denkbar, ja. Außerirdische mit einer hohen Technologie, die uns überlegen sind und dann eben sich vom Menschenfleisch ernähren und dann das Gleiche mit uns machen, oder hat beziehungsweise mit den Menschen machen, was die den Tieren antun. Also kommt ja alles immer irgendwie zurück. Ja, bringt kein Glück, diese Massentierhaltung. Die ganze Angst, dieser ganze Stress der Tiere geht aufs Fleisch. Das ist schon mal nicht gesund. Fleisch ist ohnehin ungesund. Ja, sollte man sowieso ablehnen. Ja. Und dieser Politikerin, dieser Julia Klöckner, fällt es nichts anderes ein, als Stalleinbrüche von Tierschützern jetzt härter bestrafen zu wollen. Ja, ich glaube, das Gesetz ist noch nicht auf dem Weg, aber sie hat es vor. Ja, und das Ganze riecht stark nach Lobbyismus, ja, dass es da wieder um Geld geht. Ja. Und ist für mich eine Riesensauerei, weil die Tierschützer machen ja nichts anderes wie auch Privatermittler. Es gibt ja Privatermittler, die ermitteln, also kriminelle Straftaten und also liefern dann Informationen als Unterstützung zur Polizei, ja. Eben um die Polizei auch zum Entlasten, unterstützen sie damit ja die Polizei und entlasten sie damit, ja.
Und genau das tun ja die Tierschützer in dem Moment. Sie nehmen Daten auf, sie gehen da rein, nehmen die Bilder auf, nehmen die Daten auf und geben sie dann der Polizei. Dann hat die Polizei schon mal weniger Arbeit. Ja. Müsste auch die Freunde von der Polizei auch eigentlich befürworten, dass es solche Leute gibt. Ja. Und jetzt der Politikerin fällt nichts Besseres ein, als die jetzt zu bestrafen, die eigentlich das Richtige tun. Ja. Und nichts ist schlimmer, ja, und nichts wird harter bestraft von der Göttlichkeit, als wenn man Menschen, die nur das Richtige tun wollen, vor der Göttlichkeit, die Wahrung der Schöpfung, die Achtung der Schöpfung, die Achtung von Leben, dass man die bestraft und die diese Leute da Steine in den Weg werfen, die werden bitterbös bestraft. Steht auch in der Bibel. Also, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber das ist ja noch nicht das Einzige, was sie will. Ja. Es gibt ja noch einen Gesetzesvorschlag von sie, von ihr, von dieser Frau. Sie will ja unter anderem auch, dass Selbstversorger eine Steuer zahlen sollen. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Leute, die aus ihrem Garten einen Nutzgarten machen, die Obst, Gemüse anbauen, Salat, sollen das jetzt besteuern. Das soll dann, also das ist geplant, dass da wirklich jemand von der Stadt kommt, mit der Waage das wagt und dann erst darfst du das zum Munde führen, was du in dem eigenen Garten angebaut hast. Das muss man sich vorstellen. Es geht wirklich um den Apfelbaum im eigenen Garten. Den Apfel vom Apfelbaum aus dem eigenen Garten, den man zum Munde führt. Das soll erstmal besteuert werden. So. Wozu führt das? Ja, da werden viele sagen, das kann ich nicht mehr zahlen. Ja, also was machen die Leute? Die reißen ihre Obstbäume um, die sägen ihre Obstbäume um, die graben ihre Salate um, ja, und machen einen Fußballrasen oder einen Pool, einen Swimmingpool oder sonst irgendwas hin, aber halt keine Selbstversorgung mehr, ja. Und das ist schon der krasse Hammer. Und das ist schon, also auch die Leute, die es richtig tun. Jetzt stell mal vor, wie sie das begründet. Sie sagt, diese Selbstversorgung würde Arbeitsplätze im Einzelhandel zerstören. Ja? Aber ich sag mal so, Frau Julia Klöckner, falls Sie das Video anschauen, ja, das sind keine Arbeitsplätze, das sind Mobbingplätze. Und wenn ich mein Obst und Gemüse selber anbaue, dann habe ich schon meinen Arbeitsplatz. Ich bin Biobauer, ja? Dann habe ich doch schon meinen Arbeitsplatz. Sie zerstören genau die Arbeitsplätze, wo der Mensch sich selbst verwirklicht, wo er seine Ruhe hat. Und bauen Arbeitsplätze auf, wo der Mensch in Unfreiheit arbeitet, mit einem Chef, mit Kollegen und so, wo gemobbt wird, wo ausgebeutet wird, ja. Und diese schützen sie. Und nicht nur das, und das ist ja nicht nachhaltig, ökologisch nicht nachhaltig, ja. Wie die Lebensmittel produzieren, nämlich mit viel Pestizide und so weiter, und mit Verpackungen und Kühllagerung und so, da wird viel Energie aufgewandt, was global schädlich ist, ja. Sieh die globale Erwärmung, ja. Oder die Auslaugung der Böden auch, der wird doch gar nicht ökologisch nachhaltig produziert. Aber die Selbstversorger, die wo Permakultur zum Beispiel betreiben, die sind ökologisch und ökologisch nachhaltig. Und das von einer Politikerin, die sich in einer Partei ist, die sich christlich nennt, ja, dass man so die göttliche Schöpfung mit Füßen tritt und Menschen das Leben schwer macht, die das Richtige machen. Die machen das Richtige, die Selbstversorger. Und genauso die Tierschützer, die machen das Richtige, die sorgen für ihre bessere Welt. Und gegen die geht die Frau vor. Was geht mit der ab? Dass sie, ihr Politikerin, die Freunde lächelt, wo man eigentlich denken kann, sie ist sympathisch und so. Aber ich pfeife auf so ein schönes Lächeln. Ich brauche keine Politiker, die glänzen in der Kamera, ja, die gut Menschen spielen, sondern die gut sind, die gute Taten vollbringen, ja. Ich brauche keine Gutmenschen, sondern Leute, die in ihre Taten das Gute verdrängen. Ja. Und falls Sie zuschauen, Frau Julia Klöckner, ich sage Ihnen eins, kehren Sie bloß um, ja, weil das wird bestraft. Ich habe mich viel mit Spiritualität beschäftigt, viel mit Religion, ich komme aus dem Christentum und ich weiß ganz genau, das wird bitterbös bestraft. Kehren Sie bitte um, Frau Julia Klöckner, kehren Sie bitte um. Ja. Das soll keine Gewalt aufrufen. Ich rede hier wirklich von der Göttlichkeit. Nicht, dass man mir da die Worte wieder im Mund rumdreht. Ja. Ich mache hier keine Gewaltaufrufe. Ich bin nicht bescheuert. Ja, sondern ich rede von Gott, von der Göttlichkeit, von der göttlichen Macht. Vom Lichtrad. Ja. Die gucken lang zu, die da oben. Die gucken lang zu. Ja. Aber irgendwann, bumm, kommt der Hammer. Und der kommt krass. Und dann sage ich nur Leute, die dieser Frau folgen, heult nur nicht rum. Und ich weiß gar nicht, auch diese CDU-Politiker. Hey, das sind da auch welche, die einen Obstgarten haben oder nicht? Warum stoppt ihr die Frau nicht? Frage ich mal. Hey, stoppt die Frau echt?
Wer dieser Frau folgt, der folgt ihr vom Licht in die Finsternis, sage ich euch. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es gibt nichts Schlimmeres, ja, wenn man andere Menschen davon abhält, Gutes zu tun, das Richtige zu tun. Ja. Gucken Sie doch lieber erstmal, Frau Julia Klöckner, dass Sie erst einmal die Massentierhaltung eingrenzt, ja, dass Sie mal den Tierschutz verbessern. Ja. Immer mehr Stück für Stück verbessern. Ja. Anstatt so gegen die Tierschützer vorzugehen, sagen wir, haben Sie nur alle, sag mal, was geht in den Köpfen vor für die Leute? Das ist ja so ein niedriges Bewusstsein. Oh, da ich mir echt schon denke, boah, ihr habt echt, dieser Planet kotzt mir an, wenn da solche Leute die Macht haben, ja. Und das kann es einfach nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da dazu sagen soll. Es ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ja. Man beutet die Tiere aus, man beutet die Menschen aus, man beutet die Umwelt aus, man zerstört alles, was von Gott gegeben ist, was von Gott da kommt, macht man kaputt, macht man nieder, ja, und nee, das wird bestraft. Also wenn ich sowas sehe und wenn ich sowas höre, dann wird es echt duster, ja. Also da, wie gesagt, ja. Oder wenn da einer wie der Jens Spahn zum Beispiel über Hartz-IV-Empfänger hetzt, dann ist es eh so wenig Geld, das wird eh schon so niedrig gerechnet. Das ist ja unglaublich. Und dann fällt dem Politiker nichts Besseres ein, als er zu sagen, hey, den geht es ja noch gut, ja, den geht es ja noch viel zu gut auf die Art. Ja. Der hat doch gar keine Ahnung, dass er schon mal von Hartz IV leben. Ja. Also vielleicht mache ich da auch nochmal sondiertes Video. Also ich habe momentan so viele Themen, ich weiß gar nicht, mit was für einem Thema ich anfangen soll. Auch das neue Polizeigesetz, vielleicht mache ich darüber das nächste Video. Ja, okay, das war's mal soweit. Bitte teilt das Video, klärt die Leute auf, ja. Stoppt diese Frau, ja, weil das geht ja überhaupt nicht. Was kommt als nächstes? Ja. Kommt als nächstes, da muss ich um Erlaubnis fragen, wenn ich die Luft veratmen darf, wenn ich Gehsteig benutze, dann muss ich da erst einen Antrag stellen und darf ich das dann und überhaupt, darf ich überhaupt noch in die Natur raus oder darf ich, was darf man eigentlich noch und ja. Nee, du. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja gut, okay, das war's mal soweit, trotz alledem. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wie gesagt, ich werde auch mal am Sonntag eine Predigt halten, eine richtige Predigt, also Sonntagspredigt. Wie gesagt, ich war das jetzt nur noch mit dem Computer und ihr könnt euch auch bei Skype bei mir melden, ja, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder Fragen, wir können das auch bei Bedarf aufnehmen, je nachdem. Und ansonsten würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir weiter spendet. Ja. Also Spendenlink ist unten in der Kommentarbeschreibung, der Beschreibung. Und ja, dann würde ich mal sagen, teilt das Video, ja, abonniert meinen Kanal und ja, macht es gut und bis bald.